das Hilton Magdeburg eröffnet. Wunderschönen Mittwochabend zurück in München. Ich habe gerade den Stefan abgeliefert. Wir sind von Berlin nach München zurückgefahren, hatten ja jetzt 2,5 Tage mit Tobi, haben uns mal ein bisschen aufs Thema Immobilien fokussiert in der Partnerschaft mit Tobi. Es war mega geil, hat mega Bock gemacht, auch mal in der Immobilie wirklich Zeit zu verbringen in dem Haus in Magdeburg. Und genau das zeige ich euch jetzt noch. Wir haben noch im vierten OG auch eine Grundrissveränderung vor. Das Video kommt jetzt. Bis morgen. Viel Spaß. Tobi, weißt du schon, wie die dritte Wohnung aussieht? Ich weiß nicht. Du weißt, wie sie aussieht? Ich mich eigentlich. Ist es ein Highlight? Zumindest der beste Zustand, den wir hier bisher. Oh, also kommen wir jetzt in eine luxussanierte Wohnung. Das Hilton Magdeburg eröffnet. Ja, also wir haben gerade über die Grundrisse gesprochen. Wir haben hier die Problematik, dass wir zwei spiegelgleiche 50 Quadratmeter Wohnungen haben, die laut Probeanzeigen in Magdeburg nicht gesucht sind. Und jetzt versuchen wir dafür eine Lösung zu finden. Gut. Die Lösung ist aus dieser unattraktiven... Wir sind jetzt im vierten Stock, ne? Genau. Ja. Ja, aus dieser unattraktiven Küchennische machen wir ein großes Badezimmer, in dem wir hier auch die Nische rausnehmen, das alles öffnen. Im Prinzip ähnlich wie in der anderen Wohnung. Genau. Und jetzt haben wir hier die Thematik, dass wir, wenn wir so lassen, weiterhin natürlich ein Durchgangszimmer haben und diese 50 Quadratmeter, die nicht wirklich funktionieren hier. Warte, ich gehe mal kurz hier ins Eck, dass man das sehen kann. Also hier ist, das ist ein ziemlich großes Zimmer hier mit einer Bar. Und hier geht es dann ins Schlafzimmer. Und wir haben genau dieselbe Art von Wohnung drüben im anderen Seitenflügel gespiegelt. Warte, das gucken wir mal kurz einmal, dass man das erkennen kann. Und zwar sind wir quasi hier jetzt. Guck mal hier in den Innenhof und hier sind wir, hier haben wir das eine Eck und genau hier drüben ist die gleiche Wohnung nochmal. Die Idee ist zu sagen, kleine Wohnungen funktionieren, das heißt wir könnten zum Beispiel den Raum hier schließen und hätten dann ja, eine Studiowohnung mit 35 Quadratmeter würde ich schätzen, wo man hier einen schönen Ess- oder Küchenbereich machen kann. Wenn das hier die kleinere wäre? Ja, wenn das zum Beispiel die kleinere wäre. Ja. Genau, und jetzt gespiegelt gedacht. Wenn das die größere wäre, genau. Können wir auch gleich drüben zeigen, aber ich kann es auch hier zeigen. Nee, tun wir mal hier so, oder? Genau, wir kommen wieder genauso rein wie dort auf, nehmen hier die Wand raus, müssen aber natürlich, haben die Problematik, wenn wir jetzt einfach nur den aufmachen, haben wir zwei Durchgangszimmer, was überhaupt niemandem freut. Oder halt, wenn wir die Wand hier rausnehmen, dann haben wir hier einen mega riesen Raum. Was auch Quatsch ist, das ist ein Zimmer mit 75, 80 Quadratmetern. Kinder-Arbeitszimmer. Also hier kommt ein Flur. Ich würde quasi, wenn ich da reingehen wolle, würde ich dann zukünftig so laufen, würde hier in den Flur reingehen und rechts ins Kinderzimmer oder eben hier hinten geradeaus weiter durch die Wand durch. Man könnte zum Beispiel hier eine Tür machen oder man macht da wiederum eine Tür und dann ist quasi hinter mir der Flur ins weitere Schlafzimmer und hier entsteht ein neues kleines Arbeits- und Kinderzimmer. Genau, und im Ergebnis haben wir dann eine kleine Wohnung 30 und eine große 80. 80. Geschätzt, ja. Ideal für die Vermietung in Magdeburg. Genau das, was funktioniert hat laut Probeanzeige. Läuft. Jetzt sind wir auf der anderen Seite angekommen mittlerweile. So, und was ist das bitte für ein Glück, dass diese Wohnung hier leer ist, die wir mit der anderen zusammenlegen wollen. Und gestern haben wir gesehen, die Schlauchwohnung mit der anderen, die wir zusammenlegen wollen, sind auch beide leer. Das sind genau die vier Wohnungen, die leer sind, die wir zusammenlegen wollen. Glück muss man auch machen. Mega. Und so nicht zusammenlegen, sondern neu aufteilen. Wir wollen ja nicht. Ja, ist neu aufteilen, stimmt. Hast recht. So, genau. Und hier waren wir gerade auf der anderen Seite. Das ist quasi, das wird die größere Wohnung, ne? Das heißt, in Wirklichkeit kommt hier dann der Flur hin. Ja. Hochparterre. Vorne.